Yo soy de Colombia y vengo exactamente de Medellín, que después de Bogotá es la segunda ciudad más grande del país. Ich bin nach Göttingen gefahren, weil es einen sehr guten Lehrstuhl für internationales Strafrecht gibt. Hier kann man alle Strafrechtsliteratur auf Spanisch finden. Und es war ein sehr wichtiger Grund, also der Entscheidung. Auch habe ich ein DAD-Stipendium gekriegt. Und also mit diesem Stipendium konnte ich 4 Jahre in Göttingen finanzieren für das Magisterstudium und auch für die Promotion. Göttingen gefällt mir sehr. Das ist eine sehr schöne Stadt. Ist nicht so klein, nicht so groß, aber die Stimmung ist ganz international. Es gibt viele Studenten aus Lateinamerika, Afrika, Asien, europäische Studenten. Und Austausch ist so intensiv. Es ist eine sehr schöne Stadt und Universität, um Leute kennenzulernen, neue Sprache auch zu lernen, zum Beispiel. Und mir gefällt sehr Göttingen deshalb. Ja. Ich bin hier gekommen und sofort war ich beeindruckt. Also die Stadt war mir so schön. Im Vergleich mit Kolumbien oder Lateinamerika, also die Architektur, das Zentrum der Stadt, es war wunderschön. Ich bin 3, 4 Stunden hin und zurück gelaufen im Zentrum und also ich war total beeindruckt. Aber Göttingen ist ganz besonders und eine sehr gute Universität. Also die Stadt ist eine Universitätsstadt. Man findet alles ganz einfach. Die Stadt ermöglicht also das Aufenthalt für Ausländer. Und so ist es einfach, zum Beispiel Haus zu finden oder Freunde auch zu machen, Kontakt herzustellen mit anderen Ausländern. Es ist eine sehr gute Universität, weil also gute Literatur, für, zum Beispiel in meinem Fall, Strafrechtsliteratur, kann ich hier alles finden. Alles finden, auch Spanisch, Englisch, Deutsch. So kann ich, also muss ich nicht fahren nach Spanien oder nach England, einfach hier bleiben, zu lernen, zu studieren, zu forschen. Man kann alles in Göttingen finden, zu forschen, zu studieren, ja. Also diese Zeit in Deutschland, in Göttingen, ist eine der besten Zeiten in meines Lebens, also meines Lebens.